Die Volkswirtschaft der USA ist und bleibt die wichtigste der Welt und mit ihr natürlich auch die amerikanische Börse, nämlich die Wall Street. Daher wollen wir heute genauer über den großen Teich auf aktuelle Nachrichten schauen. Wir wollen das mit Robert Halver tun. Er ist Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank. Danke für Ihre Zeit, Herr Halver. Für viele sicherlich überraschend ist die Tatsache, dass die Amerikaner immer noch nicht in der Rezession sind. Denn wir reden das ganze Jahr über, wann kommt sie, die Rezession, im kommenden Jahr? Und was sind die Gründe, dass sie bisher uns noch verschont hat? Ja, Herr Franek, Amerikaner sind Stehaufmännchen, ja. Die wollen keine Rezession. Das ist quasi eine Volkskrankheit, wenn es denn so wäre. Wir wollen aber eins nicht vergessen, es wird da massiv Geld in die Hand genommen vom Staat. Ja, Inflation Reduction Act, es werden ja aber Milliarden investiert, um Amerika flott zu kriegen, was ich grundsätzlich gut finde, weil es ja gute Schulden sind. Und man guckt natürlich, wo kann ich immer noch ein bisschen verdienen. Und wenn wir feststellen sollten, dass im nächsten Jahr die Zinssenkungsfantasie kommt und sie wird kommen, dann wird Amerika auch wieder noch stärker wachsen. Wir wissen ja, in Amerika kann man alte Kredite innerhalb von 2 Tagen zinsgünstig umswitchen. Ja, das bringt natürlich dann wieder Freiraum. Aber dass Amerika überschuldet ist, da besteht nicht der geringste Zweifel dran. Gutes Stichwort Überschuld. Ich habe noch mal nachgeschaut. Ob die Zahlen heute noch stimmen, weiß man gar nicht so genau. Also in den vergangenen Wochen sind die Verbindlichkeiten der USA um rund 2.000 Milliarden Dollar auf nunmehr 34.000 Milliarden. Vielleicht sind es auch 35, wie auch immer. Jedenfalls ist es eine Menge Geld gestiegen. Herr Halver, gerät da etwas außer Kontrolle? Ich mach mal so. Ich habe geklatscht. In der Sekunde hat Amerika 100.000 Dollar neue Schulden gemacht. Jede Sekunde. Wahnsinn. Aber sie haben natürlich einen Riesenvorteil, immer noch die Weltleitwährung. Und ich erinnere mich daran, in den 80er Jahren, ich darf ja mit meinem Alter mit 60 kokettieren, als Ronald Reagan das erste Mal die 3.000 Milliarden Schuldengrenze passiert hat. Überschriften in Tageszeitungen, Amerika ist fertig, das kriegen die nie mehr hin, Amerika ist pleite. Jetzt haben sie mehr als das Zehnfache, sie sind immer noch nicht pleite. Solange jemand bereit ist, die amerikanische Staatsschuld zu tragen, und das scheint der Fall zu sein, obwohl die Chinesen das schon zurückgeschraubt haben, massiv sogar, aber es gibt ja noch die Mutter Natur, nennen wir sie mal US-Notenbank, die zur Not natürlich alles aufkaufen wird, was vor die Flinte kommt, um Amerika weiter zu schützen. Aber klar, die Weltleitwährung ist natürlich der entsprechende Anker, mit dem man diese Schulden tragen kann. Wir wissen alle, gehen wir tanken, also noch herkömmlich Fossiltank zum Beispiel, oder kaufen wir Rohstoffe, wir geben damit Amerika einen Kredit ungefragt, weil ja die Rohstoffe auf Dollarbasis dann notiert sind. Und ich glaube nicht, dass die BRICS-Staaten so schnell eine Alternative zaubern können. Das hilft Amerika. Also können Sie Ihren Schlendrian noch weiterführen. Also wo steht denn dann der Dollar zum Euro? Natürlich können wir eine Zahl ablesen, aber ich würde ganz gerne von Ihnen eine Bewertung hören. Ist er hoch oder niedrig bewertet? Und wo gehört er eigentlich hin mit Blick auf die Wirtschaftslage, sowohl in der Eurozone als auch in Amerika mit Blick auf 2024? Der Dollar wird längerfristig stärker werden. Davon bin ich überzeugt, weil Amerika ja die Wirtschaftssubstanz stärkt. Klimaschutz, die Killertechnologie. Nein, natürlich die künstliche Intelligenz habe ich ja dann im Hinterkopf, die Vorbereitung der digitalen Revolution in allen Bereichen, Netzqualität, Infrastruktur, all das, was wir ja links liegen lassen, ja, das bringt natürlich auch Attraktivität. Man muss ja mal eins sagen, ich kann ja Schulden machen, aber wenn es gute Schulden sind, wenn die Schulden eben in die Infrastruktur investiert werden, also in die Werthaltigkeit einer Volkswirtschaft, sind das ja prima Schulden. Wenn Sie einen Kredit aufnehmen für ein Haus, da sind Sie ja kein Schlendrian, dann haben Sie ja dem Vermögen, dem Haus gegenüber, der Wohnung, ja, dann zwar Schulden, aber es ist eben dann gleich aufgebaut. Das heißt, es gibt einen Gegenwert, und das ist wichtig. Aber viele andere Länder, auch Deutschland, geben ja Geld aus für Dinge, wo man sich dann fragen muss, ist das nötig? Das Geld ist dann irgendwann auch futsch. Wichtig ist, in die Zukunft zu investieren. Und das kommt Amerika und damit der Währung zugute. Und wenn Europa so weitermacht, dann hat der Dollar durchaus wieder Qualitäten, deutlich stärker zu werden. Ich weiß natürlich, im Netz gibt es ja viele Meinungen, Amerika ist pleite. Da wird ja oft genug dann auch Miss Liberty, ja, in New York als Pleitegeier dargestellt und so weiter. Ja, aber man muss eben, mit dem Zweiten sieht man besser, ich fast gesagt, muss man auch schauen, was dahinter ist. Wenn man die Zukunft gewinnt, warum sollte Amerika untergehen? Und sagen wir mal so, wie in Europa oder in anderen Ländern, ist da denn irgendjemand, der im weißen Sonntagsanzug in puncto Schulden daherkommen könnte? Wir haben alle den Schmuddelanzug an. Also kann niemand auch sagen,
Bah, die stinken aber. Die haben aber schmutzige Kleidung. Die machen so viele Schulden. Wir machen sie ja auch. Also da ist niemand heilig zu sprechen. Was heißt das jetzt alles für die Börsen diesseits und jenseits des Atlantiks? In diesem Jahr lief es bisher, Stand heute, richtig gut. Nasdaq beispielsweise plus 38%, natürlich getragen von den glorreichen 7 von den Tech-Werten. Kann das so weitergehen? Oder ist jetzt nicht ein Bewertungsniveau erreicht, wo man sagen muss, raus, raus, raus und vielleicht doch lieber nach Europa mal schauen, selbst wenn wir ein bisschen strukturschwächer aufgestellt sind? Aber die Bewertungen sind einfach noch ein Stück weit besser. Ich fange mal so an. Also die Digitalisierung, die künstliche Intelligenz, alles, was damit zusammenhängt, Cloud Computing, das geht ja weiter. Das Geschäftsmodell ist ja absolut intakt, hat mit dem neuen Markt nichts zu tun. Aber natürlich, die glorreichen 7, die sind schon recht teuer. Aber warum sollte man nicht die glorreichen nächsten 70 nehmen, die etwas kleiner sind, die ja noch einen Hebel haben, die Übernahmefantasie haben? Warum sollten dann die großen Microsofts, die Apple, die Alphabets, wie sie alle heißen mögen, nicht sagen, ich kaufe die Konkurrenz auf, damit die mir nicht gefährlich werden? Das heißt, es bringt ja auch dann wieder Pluspunkte für die Kursentwicklung. Das geht weiter und das kann Amerika so gut wie kein anderer. Da muss man weiter investiert sein. Aber gute Nachricht auch für Europa. Man darf ja nie den Fehler machen, Europa und deutsche Aktien gleichzusetzen mit den Standortqualitäten oder vielleicht einer Wirtschaftspolitik. Nein, wir sind sexy aufgestellt für unsere Unternehmen. Wir können was. Wir sind sehr weltweit aktiv, gerade auch im industriellen Bereich, ja, in Maschinenbau, in der Chemie, in der Elektrotechnik, ja, auch in der kleineren Industrie. Im MDAX haben wir unsere Potenziale, haben wir unsere tollen Unternehmen. Da die weltweit tätig sind, weltweit produzieren und Absatzmärkte haben, muss man die haben, wenn im nächsten Jahr, und das ist meine Einschätzung, die Weltkultur sich zumindest stabilisiert. Und Sie sprechen es richtig an. Die sind günstig zu haben. Oft haben wir noch Winterschlussverkauf oder Sommerschlussverkauf. Warum sollte ich denn kaufen, wenn sie oben sind? Ich kaufe sie eben jetzt im Hinblick darauf, dass es dann wieder besser wird. Genauso wie in Amerika auch die kleinen Werte für mich eine Renaissance haben. Also im nächsten Jahr haben wir dann eine stärkere Marktbreite. Wir haben dann die Hightech-Werte in Amerika, die kleineren, aber auch die kleineren in Europa und Deutschland, was industrielle Werte, was also die sogenannten Value-Werte angeht. Von daher Marktbreite besser. Von daher habe ich auch keine große Angst, dass das nächste Jahr ein schlechtes Aktienjahr wird. Und ein letzter Punkt vielleicht noch, wenn wir auf Amerika schauen. 2024 ist es ein Wahljahr. Im November gibt es Präsidentschaftswahlen. Wir wissen noch nicht genau, wer gegen wen. Aber Fakt ist, es wird gewählt. Was bedeutet das historisch gesehen für Börsen und für Aktien vor allen Dingen? Also wir gehen mal davon aus, dass es wohl nach Umfragen ein Republikaner wird. Vielleicht wird es auch jemand, der schon mal im Amt gewesen ist. Welcher Name fällt mir da ein? Ich muss mal nachdenken. So, er wird die Wirtschaft weiter stärken. Jetzt können wir auch von Moral und Sitte und Ehre sprechen, aber das interessiert die Börse nicht. Die Börse ist ein kalter Christ. Die schaut, was passiert mit meinem Land. Und wenn es dann ein Republikaner sein sollte, der sagt, so, wir machen noch mehr für die Wirtschaft, wir wollen noch stärker, dann auch die Chinesen in ihren wunden Punkten, die sie im Augenblick hier haben, da wollen wir weiter reinfassen und dann halt diesen Wettbewerb für uns zu gewinnen, dann ist für die amerikanische Börse das sicherlich nicht schlecht. Das muss man einfach so nüchtern betrachten. Für Europa ist ein Trump, fällt mir zu ein, ja, sicherlich nicht optimal, weil Herr Trump wird ja in seinen letzten 4 Amtsjahren dann alle Register ziehen und Europa wird da sicherlich nicht gestreichelt, sondern geboxt. Das wäre also für uns jetzt sicherlich die Gelegenheit zu sagen, wenn wir es bis jetzt nicht begriffen haben, zusammenzuhalten, müssen wir es jetzt machen. Ich bin mal gespannt, was da kommt. So, aber für die Unternehmen, die wir bei uns haben, ich habe es eben schon mal angedeutet, wenn die dann sagen, naja, wenn Amerika läuft, wir investieren da, dann kommt der Bannstrahl von Trump ja auch nicht auf uns nieder. Dann ist das trotzdem für diese Unternehmen dann recht positiv. Und es gibt vielleicht noch ein Schmankerl, ist zu viel gesagt. Sollte ein Republikaner Präsident werden, behaupte ich, ist der Krieg in der Ukraine schnell vorbei. Ganz einfach, weil die Amerikaner den Wasserhahn für Militärhilfe abdrehen werden. Das kann Europa nicht kompensieren. Ich hoffe nur, dass dann ein neuer amerikanischer Präsident, aber auch ein Putin, abverlangt, pass mal auf. Jetzt kommen wir dir mal entgegen, nach dem Motto, Gesichtswahn kannst du jetzt da einigermaßen raus. Das Motto könnte sein, wo du stehst, bleibst du. Herr Zelensky wird traurig sein, logischerweise, weil die Ukraine dann verlieren wird. Aber auch hier muss man sagen, ich spreche nur aus der Sicht der Börse. Die Börse will, dass ein Problem gelöst ist. Und wenn das Kriegsproblem gelöst ist, auch weil Putin genau weiß, wenn die Amerikaner mir ermöglichen, dass ich aus der Abhängigkeit von China rauskomme, die Chinesen wissen natürlich genau, Russland hat kaum Freunde, also werden wir mal so nett seinen Freund spielen für die kleine Gegenleistung, dass wir Öl und Gas sehr günstig kriegen. Das kennt man, wenn man früher vielleicht als Kind in der Schule einen Ringel Wurst um den Hals gehängt bekam, damit zumindest der Hund mit einem spielte. Ja, aus der Rolle wollen die Russen definitiv dann raus. Und ich
hat jede Wette mit Ihnen oder mit allen, die es zuschauen, wenn das so passiert und der Krieg ist eingefroren, indem Putin sagt, ich gehe keinen Schritt weiter woanders, wird Deutschland in 2 Jahren wieder Energiegeschäfte mit Russland machen? Wetten das? Wir werden sehen und ich sehe einmal mehr, wenn wir über Börse reden, müssen wir über Politik reden und das wird sich in 2024 auch nicht ändern. Herr Halver, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch. Gerne.